Herzlich willkommen zu den Koblenzer Gesprächen beziehungsweise zum ersten Koblenzer Gespräch. Eine Gemeinschaftsveranstaltung von Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer und Rheinzeitung. Mein Name ist Lars Hennemann, ich bin Chefredakteur der Rheinzeitung. Ich habe das Privileg, heute Sie durch diese Premiere zu geleiten. Und wie es sich für jede anständige Premiere gehört, fahren wir hier natürlich auch ordentlich auf. Nicht nur, dass wir technisch hier voll am Start sind. Wir streamen zwar nicht live, aber es besteht die Möglichkeit, die Aufzeichnung als YouTube-Film nochmal abzurufen. Das heißt also, auch für diejenigen, die heute nicht hier sein können, empfehlen Sie uns weiter. Und alle, die heute nicht hier sind und vielleicht aber im Nachgang das anschauen wollen, fühlen Sie sich herzlich eingeladen, auch ein paar Kommentare abzulassen zur Datei. Dann kann man immer daraus lernen fürs nächste Mal oder wer auch da noch eine Frage stellen will. Ich glaube, hier versammelt sich so viel Kompetenz auf dem Podium, das kann man auch im Nachgang noch klären. Ja, wir fahren richtig auf. Ich habe schon gesagt, unter anderem eine leibhaftige Ministerin. Herzlich willkommen, Frau Schmidt, Wirtschaftsministerin des Landes Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen hier in Koblenz. So. Dann machen wir auf der Seite weiter. Für die Industrie- und Handelskammer ist der Vizepräsident heute Abend zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Küster. So, und ohne Geld geht sowieso gar nichts. Das ist auch in Krisenzeiten eine Weisheit, die, glaube ich, Bestand hat. Aber wir wollen Sie natürlich nicht nur auf diesen einen Fakt reduzieren, sondern auf alle Expertise, die wir heute gerne von Ihnen abrufen wollen. Herzlich willkommen, Herr Müller, Vorstandsmitglied der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel. Seien Sie uns willkommen. Zu meiner Rechten, Ralf Hellrich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Für Sie hier ein Heimspiel. So, last but definitely not least, herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Spindler vom Lehrstuhl für Logistikmanagement der WHU. Seien auch Sie uns herzlich willkommen. Ich glaube, das Thema Logistik ist eines, das wir auch heute vertiefen sollten. Wir werden nach der kurzen Einleitung immer wieder, das vielleicht zum Ablauf, ein paar ganz kleine Spielregeln. Wir werden nach dem nach der kurzen Anmoderation immer wieder auch ein paar Videoeinspieler sehen, auf die wir dann auch Bezug nehmen können, auf die wir Bezug nehmen werden. Die sind auch thematisch ein bisschen gegliedert und darüber hinaus haben auch Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, selbstverständlich Gelegenheit, auch Fragen zu adressieren. Entweder an alle oder sprechen Sie einzelne Diskutanten hier direkt an. Das wollen wir definitiv auch ermöglichen. Und wir haben mal gesagt, so nach 90 Minuten kommen wir so langsam zum Schluss. Ein bisschen Nachspielzeit kennen wir alle vom Fußball. Aber ich glaube, so 90 Minuten plus Mehrwertsteuer, dann ist es auch gut. Und es besteht auch im Nachgang noch Gelegenheit, ich habe Sie richtig verstanden, Herr Hellrich, bei einem kleinen Imbiss das ein oder andere Gesagte, Gehörte, auch noch zu vertiefen. Das zum Rahmen. Thema, wenn man das liest, Inflation, Engpässe, Sanktionen, Krieg, Krise, da wird man so ein bisschen schwermütig fast. Aber jetzt ist Schwermut natürlich keine Tugend und schon gar keine unternehmerische Tugend. Und auch die bloße Problembeschreibung ist nichts, was die Wirtschaft, was den Mittelstand, was das Handwerk am Ende des Tages weiterbringt. Es muss um Lösungen gehen, beziehungsweise um Lösungsansätze, um Lösungsmöglichkeiten, weil sonst kommen wir über die Problembeschreibung nicht raus. Und Großbestellung, Frau Schmidt. Einfach mal, bevor wir das natürlich dann vertiefen, im Moment, wo stehen wir denn? Vielleicht auch so ein bisschen im Ländervergleich, Rheinland-Pfalz. Und Sie werden ja so oder so ähnlich mit Sicherheit gleichlautend immer wieder in Tagen wie diesen angesprochen. Was ist so Ihr goldener Tipp im Moment, wenn es den überhaupt gibt? Ja, zunächst mal schönen guten Abend auch von mir in die Runde. Es könnte, wie Sie auch eben anmoderiert haben, glaube ich, keinen spannenderen, aber auch keinen herausfordernden Zeitpunkt geben, um mit der Wirtschaft im Dialog zu sein. Ich glaube, in diesen schweren Zeiten ist es auch extrem wichtig, miteinander zu sprechen
Und wenn wir auch über die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz sprechen, dann glaube ich, kann man auch noch mal sagen, es gibt nicht die eine Wirtschaft, sondern es gibt ganz, ganz unterschiedliche Branchen und damit einhergehend auch ganz unterschiedlichste Herausforderungen. Wenn ich so einen Gesamtblick mal drauf werfe, dann muss man feststellen, die Wirtschaft befand sich auf Erholungskurs. Uns allen steckt die Pandemie 2 Jahre in den Knochen, hat uns wirklich extrem herausgefordert. In Rheinland-Pfalz und gerade wo wir heute Abend auch im nördlichen Rheinland-Pfalz sind, die verheerende Flutkatastrophe, die auch wirklich extreme Herausforderungen mit sich gebracht hat. Und jetzt seit dem 24. Februar Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, das sind wirklich große, große Herausforderungen. Und jede Krise an sich bringt so nochmal ihr eigenes Paket an Aufgaben, an Herausforderungen mit sich. Und vielleicht mal so ganz am Anfang, ich glaube, es ist wichtig, dass man bei all dem Krisenmanagement, was uns im Moment fordert und auch wirklich stark in Anspruch nimmt, aber auch nicht die Zukunftsthemen und die Zukunftsherausforderungen aus dem Auge verliert. Deswegen Krisenmanagement auf der einen Seite, aber auch für die Zukunft die richtigen Weichen stellen auf der anderen Seite. Und ich glaube, das gelingt uns in Rheinland-Pfalz in einem sehr, sehr guten Miteinander. Da schaue ich natürlich zu Ralf Hellrich und zu Herrn Rössel gemeinsam mit den Kammern sehr, sehr gut, weil es mir auch persönlich immer wichtig ist, das Miteinander anzupacken und nicht aus Mainz heraus, sondern wirklich mit den Kammern gemeinsam zu schauen, was sind die Themen. Und wenn Sie sagen, ja, wie steht Rheinland-Pfalz so im Länderranking? Rheinland-Pfalz ist, was die Industrie, das produzierende Gewerbe betrifft, sehr energieintensiv, sehr rohstoffintensiv und somit natürlich jetzt in dieser herausfordernden Situation auch besonders betroffen. Wir sind ein Flächenland, wo viele Waren und Güter immer wieder auch transportiert werden müssen. Deswegen ist die Logistik auch nochmal ein großes Thema. Und natürlich gestörte und auch zerstörte Lieferketten, die auch wirklich Unternehmen an ihre Grenzen bringen, bis hin zu Produktionsstopps, weil einfach entsprechende Produktionsteile fehlen. Und das ist so ein Konglomerat an unterschiedlichsten Herausforderungen. Keiner weiß, wie lange diese Situation in der Ukraine uns weiter fordern wird. Aber nochmal, wir müssen schauen, dass wir härteste Situationen abfedern. Ich bin in einem sehr engen Austausch mit Bundesminister Habeck. Wir haben ja jetzt auch erste Beschlüsse gefasst, zusammen mit der Bundesregierung für entsprechende Unternehmenshilfen. Die werden jetzt in Kürze auch dann den Unternehmen zur Verfügung gestellt. Aber nochmal, Krisenmanagement ist das eine. Zukunftsaufgaben das andere. Und da kann ich nur auch motivieren und auch Zuversicht auch aussprechen, dass uns die Kraft und die Puste auch nicht ausgehen darf, auch dennoch die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, wir müssen auch unsere Zukunft gemeinsam gestalten. Ich denke, für das Ärmel hochkrempeln, was Sie gerade noch mal erwähnt haben, da steht gerade auch der Mittelstand, da steht die Wirtschaft für. Damit wir so einen gemeinsamen Nullpunkt für die Diskussion bekommen, bevor wir dann den ersten Film einspielen. Sie haben die Kammern angesprochen und die Zusammenarbeit. Also richte ich jetzt mal eine gleichlautende Frage an die beiden Kammervertreter. Herr Hellrich, wie erholt oder wie langsam erholt war die Wirtschaft, war das Handwerk denn, bevor Herr Putin beschlossen hat, die Ukraine mit Terror zu überziehen? Also ich würde sagen, bis auf die Handwerke des persönlichen Bedarfs und vielleicht auch Handwerke des gewerblichen Bedarfs, also Bauwirtschaft, Ausbaugewerbe, die waren recht gut erholt, beziehungsweise die waren von, sagen wir mal, den vorherigen Krisen nicht in dem Maß betroffen. Jetzt haben wir da eine ganz andere Situation. Der Nullpunkt, wenn man so will, ist eben der 24. Februar mit diesem Angriff. Da hatte niemand gerechnet. Und das ist jetzt wirklich eine Situation, wo hätte ich gesagt, wir können Krise. Mittlerweile würde ich sagen, die Zukunft ist sehr ungewiss. Und wir müssen, ich sag mal, sicherlich Schritte einleiten, die wir so in der Vergangenheit noch nie hatten. Das greifen wir nachher nochmal auf. Welches Bild zeichnen Sie für die IHK, Herr Küster? Ja, ich kann im Grunde das bestätigen.
Neben meiner IHK-Tätigkeit bin ich ja auch Wirtschaftsprüfer. Das heißt, ich bin mehr oder weniger ganz nah an Unternehmen dran. Und wir konnten eigentlich feststellen, dass während der Corona-Krise die Unternehmen weder den Mut verloren haben, noch Sonstiges, sondern a, verantwortungsvoll damit umgegangen sind, Stichwort Mitarbeiter und Infektionsschutz, und dennoch kann man wirklich sagen, voll die Performance gehalten haben. Es gibt Unternehmen, die haben in den letzten beiden Jahren, also jetzt nicht zuschussbedingt, sondern in der Tat, die besten Ergebnisse ihrer Firmengeschichte erwirtschaftet. Und ich glaube auch, dass es in vielen Unternehmen nochmal einen Digitalisierungsschub gegeben hat. So abgedroschen das Wort mittlerweile ist, es ist aber so, was dazu beigetragen hat, dass eben alles aufrechterhalten worden ist, auch die Verwaltungen funktioniert haben, mobiles Arbeiten, heute eine Selbstverständlichkeit, selbst bei uns, ne, eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Und auch der Optimismus nicht verloren gegangen ist. Was jetzt geschehen ist, das ist ein externer Effekt, der von niemandem hier im Raum A beeinflusst, B wieder beseitigt werden kann. Und wir spüren im Moment, wie soll ich sagen, eine gewisse Konzentration aufs Geschäft. Also die Unternehmen lassen sich zurzeit noch nicht beirren. Allerdings sehen sie sich mit vielen Themen konfrontiert, eben insbesondere, wie komme ich auf der Beschaffungsseite zurecht. Das andere Thema Fachkräftemangel ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil es jetzt im Moment einfach nur darum geht, dass man das, was man verarbeitet, weiterverarbeitet und eben in die Produktion einfließt oder in den Handel beischaffen kann. Ne? Alle sind mehr oder weniger jeden Tag gespannt, was aus Berlin vermeldet wird. Das ist völlig klar, weil einfach die Situation insoweit für niemanden berechenbar ist. Das mal zur Zustandsbeschreibung. Dann würde ich jetzt darum bitten, dass wir tatsächlich den ersten Film abfahren. Wir hören und sehen einen Praktiker, den Sie, glaube ich, alle kennen. Der bringt uns auch ein paar Begriffe bei, von denen wir, glaube ich, die werden wir uns merken müssen. Zumindest in den nächsten Wochen. Im Moment ist die Lage unglaublich schwer einzuschätzen. Bei Metallen gehen die Preise immer noch steil nach oben, hat auch mit der Verfügbarkeit weltweit zu tun. Dämmstoffe in einer Materialklemme, würde ich mal sagen, sind nicht zu beschaffen. Bedeutet natürlich auch, dass da die Preise wieder entsprechend mitziehen werden. Also im Moment völlig unkalkulierbar. Man bekommt auch im Handel oder beim Hersteller keine Aussage, wie es aussehen wird. Im Moment alles ein bisschen in die Schwebe. Dazu kommen auch, dass die meisten Materialien ja dann per Strecke an die Baustelle kommen, was auch höhere Frachtkosten mittlerweile bedingt, also auch um 20-30% gestiegen. Also sind wir wieder bei dem Thema, redet kein Mensch über 3-4%. Jeder redet, wenn er über Preiserhöhungen redet, 15-25-30%. Ist also im Moment ein wirklich großes Problem für uns, und ich befürchte fast, könnte am Ende bedeuten, dass so manche Bauherr, der bisher den Plan hatte, ein Haus zu sanieren, um anschließend eine Solaranlage aufs Dach machen zu lassen oder auch zu dämmen, so manches Vorhaben auch verschieben wird. Entweder verschieben oder ganz aufgeben wird. Von Baufinanzierern weiß ich, also über unsere heimische Bank, dass ein Teil der jungen Leute, die bauen wollten, schon ihr Bauvorhaben nach hinten gestellt haben, weil eine Bank finanziert den Mehrwert eines Hauses, aber nicht die reinen Mehrkosten. Heißt also, wenn junge Menschen da waren vor einem halben Jahr, haben gesagt, ein Haus kostet 400.000 und wir sind jetzt dann bei 500.000 am Schluss, wenn wir fertig sind, hat eine Bank natürlich auch Schwierigkeiten, eine Finanzierung für die jungen Menschen auf die Beine zu stellen. Nein, noch nie. Also so eine Situation, es gab schon mal Unwägbarkeiten bei Metall. Also dass schon mal, ich sag mal, Kupfer oder Zink mal für einen gewissen Zeitraum knapp war, konnte man sich darauf einstellen, wusste man auch, die Preise fallen irgendwann wieder. Selbe sind bei Artikeln, die im Moment auch wieder im Spannungsfeld sind, die mit Rohöl zu tun haben, also Bitumen oder Kunststoffbahnen, wusste man, wenn der Ölpreis sehr stark ansteigt, dass dann auch mal für eine Zeit lang Bitumenbahnen teurer sind. Aber deshalb waren sie trotzdem verfügbar
und auch die Teuerung in gewissen Rahmen. Im Moment alles unvorhersehbar. So, ich glaube, Herr Krautschert beschreibt das Spezielle der aktuellen Situation plastisch. Ein Wort, was mir im Gedächtnis bleiben wird, also eine Preisspirale, so schlimm wie sie ist, aber einen Umstand hat sie noch, einen Vorteil, sie dreht sich wenigstens noch. Aber Materialklemme sagt er ja auch erstmal gar nichts mehr. Herr Spindler, wie kann das sein? Und wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich hier nicht mehr sitzen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, wie Sie schon erwähnt hatten, eine ganz neue Welt geprägt mit sehr viel Unsicherheit momentan. Und letztlich den Beitrag, den wir als Wissenschaftler leisten können in diese Situation, ist versuchen, in Szenarien zu denken. Ja, wir sind sicher nicht in der Lage, vorherzusagen, was wird passieren, wie werden sich die Preise entwickeln, wie wird sich die Materialverfügbarkeit entwickeln. Aber wir können doch Szenarien entwickeln. Und wenn dann die Unternehmen in der Lage sind, Transparenz innerhalb ihrer Lieferketten zu haben und dadurch abzuschätzen, was passiert, wenn jetzt der Strompreis um 20% steigt, was passiert mit meiner Profitabilität oder was passiert, wenn die Materialien nicht, wie genannt, an der Baustelle verfügbar sind, dass ich dann letztlich besser vorbereitet bin auf das, was passiert. Ich glaube, das ist, was wir liefern können. Und ein Stichwort ist das Thema Resilienz. Ja, das relativ stark betont wird momentan. Das bedeutet, dass sich Unternehmen aus der Krise möglichst schnell wiederholen können. Und Resilienz erfordert Flexibilität und Agilität. Ja, dass ich eben beispielsweise darauf reagieren kann, wenn ein Material nicht verfügbar ist. Möglicherweise kann ich es durch ein anderes substituieren. Ja, oder wenn ein Zulieferer in Bedrängnis geraten ist, an den Rand der Insolvenz geraten ist, dass ich gegebenenfalls einen anderen Zulieferer habe oder mit dem Zulieferer einen Deal machen kann, dass das weitergeht. Fragen wir Herrn Müller, wie die Banken vielleicht auch auf dieses Thema Verfügbarkeit von Materialien eine Sichtweise haben. Ich glaube, vor noch nicht allzu langer Zeit ist der eine oder andere Unternehmer auch mal so ein bisschen schief angeguckt worden, wenn er sich ordentlich die Regale voll gemacht hat, um resilient zu sein. Nach dem Motto, leg dir bloß nicht so viel totes Kapital ins Regal, das ist keine gute Idee. Jetzt hören wir doch, besser ist das. Beraten Sie mittlerweile auch anders? Haben Sie selber so für sich persönlich oder auch im Institut gesagt, da haben wir selber dazugelernt oder sind gerade dabei? Wie sieht das aus? Ja, ich glaube, dass die Phase jetzt eine besondere Herausforderung für die Unternehmen ist. Ich sage immer, die Lieferkettenproblematik, die wir jetzt vor Augen haben, die hatten wir in dieser Struktur noch nicht so gesehen. Derjenige, der Unternehmer, der ein gutes Warenlager, ein gefülltes Warenlager hat, der ist zurzeit halt im Vorteil. Wichtig ist ganz einfach, dass der Unternehmer halt auch seine Preisentwicklungen weitergeben kann und vielleicht auch nicht, ich sage mal, eine Festpreisvereinbarung drin hängt und dann letztendlich in Zahlungsschwierigkeiten oder in Finanzierungsschwierigkeiten kommt. Also die Kollegen der Sparkasse sind ja auch hier mit dabei. Wir sind ja hier als regionaler Kreditgeber vor Ort. Wir kennen unsere Unternehmen und wir wissen ja auch gerade, ich sage mal, der Baubereich und der Handwerksbereich hat in den letzten Jahren ordentlich verdient. Die haben sich ordentlich aufgestellt, haben eine gute Finanzierungsstruktur, haben eine gute Kapitalausstattung und ich sage jetzt mal, die werden die nächsten schwierigen Monate auch sicherlich gut überstehen. Von der Seite her bin ich da zwar, ich hoffe, dass wir irgendwann ein Szenario sehen werden, dass der Krieg aufhört. Das ist mir das Allerwichtigste. Und die Unternehmen werden auch durch die Krise dann durchkommen. Aber es werden herausfordernde Zeiten sein und die Herausforderungen werden größer sein als zu Corona. Ganz klar. Herr Krautschert hat eben schon ein paar Zahlen genannt. 15%, 20%, 25%. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen? Schlägt das schon in die ein oder andere Kreditfinanzierung rein in solchen Größenordnungen? Oder? Also wir merken zumindest bei unseren Unternehmen keine erhöhte Inanspruchnahme von den Konkurrentlinien. Wir stellen uns aber insgesamt darauf ein, dass es für die Unternehmen insgesamt schwieriger werden wird. Wir haben als Banken in den letzten Jahren so gut wie kaum Kreditausfälle gehabt.
Das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich wieder etwas verändern von der Seite her. Aber ich bin da nach wie vor optimistisch. Und von der Seite her, ja, die 15-20% Preissteigerung, das ist ein Thema. Und da muss der Unternehmer halt gucken, inwieweit er das an seinen Endkunden halt weitergeben kann. Ja. Den Ball greifen wir auf, Herr Hellrich. Man könnte sagen, okay, es ist, wie es ist. Und jeder, der sich anständig informiert, weiß, wohin die Preise im Moment gehen. Die kennen an vielen Ecken aus den genannten Gründen nur eine Richtung, nämlich stramm nach oben. Reichen wir das durch und gut ist. Ist, aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Ja. Also thematisch ist es natürlich so, dass wir Auftragsreichweiten hatten, die also mal durchaus beträchtlich waren. Und Auftragsreichweiten bedeutet das im großen Teil auch, dass wir Verträge geschlossen hatten im Handwerk, die also auf die letzten sozusagen Monate auch vor der Verschärfung der Krise durch den Krieg gegangen sind. Und nicht überall, speziell auch bei vielen Produkten, im öffentlichen Bereich, also im öffentlichen Auftragswesen, kann eine Preiserhöhung im Nachhinein nicht weitergegeben werden. Also die Materialpreise und Preissteigerungen mit Preiskleidklauseln sind eben nicht in allen Fällen möglich. Der Bund hat etwas nachgebessert, aber es ist eben nicht so, dass wir das durchreichen können. Also da wird es sicherlich zu Einbußen kommen in vielen Handwerken. Die andere Seite ist dann eben, ja, prospektiv, wie geht es weiter? Man kann in der Vorschau auch nicht sagen, was ein Produkt kosten wird. Also man muss im Prinzip die Vertragsgestaltung so machen, dass man im Prinzip rekurriert auf die dann vorhandenen Herstellerpreise, wo immer es möglich ist. Und das ist so ein Ansatzpunkt vielleicht auch der Lösung, dass man dann vom Vertragsschluss her sich informiert, wie kann ich solche Preiskleidklauseln mit Privatkunden mal auf jeden Fall vereinbaren oder mit Betrieben, also im öffentlichen Auftragswesen schwieriger. Und ich sag mal, hier ist sicherlich auch ein Stück weit Beratung, kleiner Verweis auch auf die Betriebs- und Rechtsberatung auch der Kammern an der Stelle, also wie die Vertragsgestaltung künftig zu organisieren ist. Aber ich denke, das schlimmere Problem ist Klemme. Also das, was Kautscheid sagte, ist ja aus einer Preisspirale letztlich entstand ja vor allem auch dadurch, dass viele Betriebe, ich sag mal, gehamstert haben, Material gebunkert sozusagen, die Lagerbestände stark erhöht haben. Damit ist die Möglichkeit für den Handel, sagen wir mal, die Pufferfunktion abzubilden, aufgrund dieser plötzlichen starken Nachfrage ja auch sehr stark eingeschränkt worden. Das heißt, Materialien sind wahrscheinlich vorhanden, aber in ganz viel verschiedenen und nicht jederzeit verfügbaren sozusagen Zwischenlägern. Und dass es jetzt zu einer Klemme kam bei vielen Produkten, also zum Beispiel bei Dachziegeln, liegt dann auf der anderen Seite wieder auch daran, dass die Energiekosten so stark gestiegen sind, dass die Produktion von Ziegeln für die Werke nicht mehr sofort rentabel sind. Und aus dieser Situation, sagen wir mal, kommt diese Klemme, die er beschrieben hat, und das ist beim Dach eben auch ein neuralgischer Punkt, weil eben Erdölprodukte drin sind, weil bei der Erzeugung oder beim Brand der Ziegel eben sehr viel Energie eingesetzt werden muss. Und da liegt so ein bisschen die Krux in diesem Gewerken. Herr Küster, Ihre Erfahrungen, die Erfahrungen Ihrer Mitglieder, vielleicht liegt ja auch ein Teil der Lösung oder eines Lösungsansatzes bei den Kunden oder möglicherweise. Ich glaube schon, angesichts der Nachrichtenlage, dass der eine oder andere Kunde oder potenzielle Auftraggeber durchaus Verständnis aufbringt für die Situation, in der der ein oder andere Betrieb ist, oder ich hoffe es wenigstens. Ist es so und wenn ja, wie weit reicht das Verständnis der Kunden? Ja. Also das ist schon deutlich festzustellen, weil letzten Endes, wenn man die Vorstufen kaputt macht, dann ist man irgendwann selber dran. Machen wir mal ein Beispiel. Jetzt im Hinblick auf die Treibstoffkosten, die Unternehmen müssen ja ihre Ware vom Hof bekommen. Ja? Und wenn man da, sag ich mal, den Spediteur daran bindet, was man vor einem Jahr mit ihm vereinbart hat, dann wird der Spediteur nicht mehr lange fahren können. Ja? Weil Wir haben hier wieder so einen leichten Hall, Entschuldigung. Ja. Das war vielleicht auch bei die Preise, die sind ja sowieso schon immer sehr niedrig. Das ist ein extrem wettbewerbsintensives Geschäft. Ne? Und wenn man da selber für sorgt, dann schneidet man sich selber ins Fleisch. Insoweit ist das festzustellen, dass da
schon mit ordentlich mit umgegangen wird, das Verständnis dafür da ist, aber natürlich muss man auch auf die andere Seite schauen, was kann ich dann letzten Endes weitergeben, wie weit kann ich, sage ich mal, es durchhalten, vielleicht ein Jahr auch mal in Anführungsstrichen einen Verlust in Kauf zu nehmen oder eben ein weniger gutes Betriebsergebnis. All diese Überlegungen sind bei den Unternehmern in der Tat festzustellen. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist aber auch, das hat man gerade, als das mit der Ukraine-Krise losging, ja auch in der Presse, Funk und Fernsehen vernehmen können, dass gerade im Lebensmittelhandel sich die großen, ich will jetzt keine Namen nennen, komplett gegen Preiserhöhungen gesperrt haben. Also die Unternehmen hatten halt das Problem, auch Transporteure, dass sie für diese Preise die Waren nicht mehr anliefern konnten. Und dann kam ein ganz klares No-Go, was ja auch zum Teil dazu geführt hat, dass dann eben aus der Logistikbranche Unternehmen gesagt haben, gut, dann fahren wir euch nicht mehr an. Also es ist schon ein Kampf, das ist völlig klar. Aber ich glaube, es muss ins Bewusstsein dringen, dass wir das, sagen wir, diesen wirtschaftlichen Kampf, um das mal so auszudrücken, nur gemeinsam gewinnen können. Der darf nicht darin enden, dass wir hier ruinöse, sag ich mal, Strukturen bekommen, weil das, was ansonsten doch drohen kann, da wollen wir ja im Grunde gar nicht denken, dass auf einmal das Gas nicht mehr kommt oder wir noch nicht so weit aufgestellt in Deutschland, wenn wir uns bis dahin selber zerstört haben, weil wir nicht mit Vernunft umgehen, dann hätten wir ein Riesenproblem. Aber ich denke, dass man auch seitens, sag ich mal, von der Politik, das ist jetzt wirklich auch so gemeint, den Menschen in Deutschland reinen Wein einschenken muss und nochmal sagen muss, ihr müsst das jetzt auch in Kauf nehmen, dass es eben mal teurer wird. Und Sie können davon ausgehen, das haben viele Krisen gezeigt, dass sich, wenn das mal vorbei ist, und da gehen wir auch mal alle davon aus, wann auch immer es ist, es wird sich wieder wir kommen wieder in einen eingeschwungenen Zustand, vielleicht auf einem anderen Preisniveau. Aber das hat uns bisher, auch nach der Wirtschaftskrise 2007, 2008, 2009, das hat uns auch jetzt in Corona bisher letzten Endes nicht an den Rand einer richtigen Wirtschaftskrise getrieben. Das hier kann es aber sein, wenn nicht verantwortungsbewusst damit umgegangen wird und auch der Kunde versteht, denn er ist ja letzten Endes irgendwo auch Arbeitnehmer, dass er genau in demselben Boot sitzt wie die Unternehmen auch. Möglicherweise läuft es noch woanders raus. Ich habe in den 70er Jahren so bewusst angefangen, Fernsehen zu gucken bei meiner Oma im Wohnzimmer. Da hieß Verdi noch ÖTV. Dann gab es einen Mann, der hieß Heinz Klunker. Der hat 11% durchgedrückt. Die IG Metall hat jetzt 8% aufgerufen. Frau Schmidt, kommt dann noch was auf die Unternehmen zu? Na, ich glaube, es ist wichtig, auch anknüpfend an das, was Sie eben gesagt haben, dass wir in all dieser herausfordernden Zeit jetzt erstmal einen kühlen Kopf bewahren und nicht schauen, dass durch aktionistisches Handeln die Dinge noch schlimmer sich gestalten. Was die Situation, glaube ich, offenkundig macht, ist, wie mannigfaltig und vielfältig unsere Produktions- und Wertschöpfungsketten sind. Und da müssen wir uns schon auch klar machen, das hat uns auch in den letzten Jahren oder gar Jahrzehnten auch einen gewissen Wachstum und Wohlstand auch gebracht. Also sei es die Breite der Wertschöpfungskette, sei es die Tiefe der Wertschöpfungskette, sei es aber auch die Internationalität der Wertschöpfungskette. Das muss uns schon mal klar sein. Und klar muss aber auch sein, dass das jetzt auch nicht zu aktionistischen Gegenmaßnahmen auch führen darf. Zu was es führt und was ich gut finde, ist, dass wir eine Bewusstseinsschärfung mal wieder für Regionalität entwickeln, dass wir sagen, regionale Rohstoffe beispielsweise im Handwerk, regionale Wertschöpfungsketten, kurze Transportwege haben ja durchaus auch viele positive Aspekte, nicht nur was die Sicherstellung der Produktionsprozesse betrifft, sondern auch nochmal letztendlich auch ein Klimaschutzaspekt. Das, was ich an kurzem Transport nicht transportieren muss, habe ich letztendlich einen Vorteil in meiner CO2-Bilanz. Also es sind viele Aspekte, die im Moment nochmal offenkundig werden, aber nochmal, ich finde, wir müssen schon auch uns klar machen, dass es nicht zu einer Gegenreaktion, zu einem aktionistischen Gegenhandeln führen darf, weil letztendlich wissen wir, was der Wert Europas
uns auch die letzten Jahrzehnte auch wirklich gebracht hat. Und deswegen müssen wir aufpassen, Stichwort auch Tarifverhandlungen, dass wir jetzt nicht zu Lohnpreisspiralen auch kommen. Und wie Sie es auch gesagt haben, am Schluss machen wir auch Teile in der Wertschöpfungskette kaputt, von denen wir auch überlebensnotwendig auch sind. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo ich sage, da brauchen wir jetzt einen kühlen Kopf. Und letzter Satz oder letzter Gedanke dazu, als Putin am 24. Februar den brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat und die ersten Sanktionspakete auf den Weg gebracht wurden, habe ich eine große Solidarität in der Wirtschaft erlebt. Die erlebe ich auch bis heute, dass viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmer gesagt haben, die Sanktionen sind richtig. Sie sind auch richtig hinsichtlich der Brutalität, wie Putin diesen Krieg führt. Ich glaube, das zeigt uns auch auf dieser Schiene dieser Wochen, dass es richtig war. Aber es muss uns auch allen klar sein, dass den Preis für den Krieg wir alle bezahlen werden. Und das ist vielleicht das, wo Sie auch gesagt haben, wir brauchen schon auch eine Ehrlichkeit. Das wird einen Preis haben und den müssen wir gemeinsam mit aller Kraft stemmen. Und deswegen auch das Thema, was ich vorhin gesagt habe, auch die Zukunftsfähigkeit auch der Wirtschaft ganz klar auch im Auge haben und dann die Weichen für die Zukunft richtig stellen. Vielen Dank bis hierhin. Ich schaue mal ins Publikum. Gibt es zum jetzigen Zeitpunkt schon eine Frage, die Sie direkt adressieren wollen? Das wäre jetzt die Gelegenheit, bevor wir dann ansonsten den zweiten Film aufrufen. Da geht eine Hand hoch, bitte. Ich würde folgende Frage mit Dachträgerverfahren und zwar pauschal alles verteilen. Da kann man sagen, weil es gibt einen Punkt, da kannst du dann mit Preisen reduzieren. Und wenn das ausgewertet, dass man auch da kann man günstig machen und günstig produziert werden. Die anderen sind teuer. Es gäbe aber Alternativlösungen, technische Lösungen, um die auch herstellen und günstiger machen zu können. Okay, wir haben hier die Liste von dem Material, schon seit 20 Jahren, schon x Jahre, und davon kann man nicht abgehen. Also aus der Abteilung Not macht erfinderisch, Herr Hellrich. Ja, glaube, vielleicht ein Hinweis dazu. Es ist ja hier der Dachdecker-Einkauf sozusagen, eine genossenschaftliche Verbindung von Dachdeckern, die dort Mitglied werden. Und unser Präsident ist dort auch im Aufsichtsrat. Und Entwicklungen, die dahin gehen, dass im Prinzip nur etwas mitkassiert wird, wie Sie es jetzt ansprechen, auch bei Produkten, die gar nicht teurer geworden sind, würden sicherlich dem Aufsichtsrat auch in gewisser Weise auffallen. Also es ist eigentlich dann durch dieses Genossenschaftswesen, der ja, sagen wir mal, die Genossenschaft ist ja für ihre Mitglieder, ähnlich wie die Volks- und Raiffeisenbanken, auch da glaube ich nicht, dass das ein ganz großes Thema sein wird. Natürlich machen die Genossenschaften auch in diesen Jahren, in 21, in 20, haben die sehr starke Gewinne gemacht, weil eben sehr viel Material abgerufen worden ist, aber ich glaube, diese Teuerungsrate, die begründet sich wirklich im Einzelfall auf bestimmte Produkte wie Bleche, die dann zum Teil überhaupt nicht verfügbar waren. Und es richtet sich wahrscheinlich auch danach, wo, sag mal, bestimmte Bauvorhaben besonders frequentiert werden und eben auch dieses, ich sag mal, Hamstern von Produkten, was dann dazu führen kann, dass vereinzelt eben, sag mal, fast Panikkäufe dazu führen, dass sich Produkte eben wegen einer sag mal, außergewöhnlichen Verknappung ausgesetzt sind, die normalerweise nicht durch den Markt begründet wird, sondern durch das Kaufverhalten, durch das, sag mal, irrationale Kaufverhalten begründet werden. Also ich glaube, da muss man sicherlich im Einzelfall prüfen, aber wie gesagt, ich denke, dass eine Genossenschaft in dem Sinne vielleicht ein ganz guter Weg ist, um diese, sagen wir mal, ja, vielleicht aus der Mineralölindustrie bekannten Effekte doch ein Stück weit einzudämmen. Bitte schön. Vielleicht warten Sie mal, dass wir genau mit dem Mikro auch im Saal, dann können es alle besser verstehen. Gerne. Ich möchte Ihnen da nicht in Gänze widersprechen. Ich vermute schon, dass Ihr Aufsichtsrat da genau weiß, was jede Klemme kostet. Ne? Aber ich behaupte mal, ich bin in der Industrie tätig. Sie haben beide Effekte. Sie haben einerseits haben Sie gerechtfertigte Kostensteigerung, Transportkosten, all diese Dinge, die da eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite haben Sie immer Mitnahmeeffekte. Und
wir leben in einer kapitalistischen Welt und das müssen wir auch akzeptieren. Also wenn Sie Unternehmen sehen, dann haben Sie eine Situation heute, Sie müssen schneller sein. Oder sagen wir, Sie laufen als Unternehmen einer Entwicklung hinterher. Ihre Kosten steigen und Ihre Preise, die Preisweitergabe ist ein großes Problem. Das heißt also, Sie müssen sich enorm anstrengen, um Preise weitergeben zu können. Wenn Ihnen das gelingt, dann können Sie diesen Margenverlust, den Sie haben, halbwegs ausgleichen. Aber Sie müssen immer verstehen, dass Sie immer zu langsam sind. Das können Sie nie schaffen. Also Sie können das nicht schaffen. Und deshalb also Solidarität von Industrie ist was ganz Tolles. Im Endeffekt muss jedes Unternehmen erstmal sehen, dass die eigene P&L in Ordnung bringt und dass sie weiter Geld verdient. Weil auf den Staat können wir da nicht hoffen, auf die Landesregierung auch nicht. Die tut da ganz viel und wird da an vielen Stellen versuchen zu helfen. Aber Einzelunternehmen werden dadurch in eine kurzfristig schwierige Situation geraten. Und wissen Sie, wenn es bergauf geht, geht es bergauf. Und wenn es bergab geht, geht es bergab. Da müssen wir halt alle irgendwo betriebswirtschaftliche Antworten finden. Und die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, die uns dabei helfen können, sowas zu überwinden. Eliminieren wird keiner die Krise. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Die Art und Weise, wie die Politik auch hilft und helfen kann, packen wir hinter den zweiten Film. Wir vergessen das nicht. Jetzt. Okay. So, jetzt besser. Jetzt. Bitte der zweite Film und dann schauen wir mal nochmal auf das Thema, was gerade aufgerufen wurde. Also wenn ein Betrieb eine größere Baustelle eingeplant hat und dafür auch die Mitarbeiter eingeplant hat und bekommt dann spontan die Materialien nicht, die er haben müsste, der wird schon sehr große Schwierigkeiten haben, der alle auf eine andere Baustelle einzuteilen. Würde bedeuten, muss seine Leute in Kurzarbeit schicken, obwohl die Auftragsbücher bis an den Rand voll sind und auch irgendwann einen Auftragsstau natürlich mit sich bringt. Und da ist unterschwellig auch so ein bisschen Angst bei uns Handwerkern. Und da können wir von Gewerk zu Gewerk sehen, passiert in Heizung, Sanitär, Elektro, ebenso wie beim Dachdecker. Da ist also kein Unterschied. So, jetzt haben wir so einen Punkt, wo der sprichwörtliche Hund in der Pfanne verrückt wird. Also Bücher voll, aber du kriegst die Aufträge nicht abgewickelt. Möchte nochmal, Herr Spindler, auf das Thema Logistik und vielleicht Lehren. Oder vielleicht auch erstmal nochmal, wie kann das sein? Wir haben eben gehört, mehr Bewusstsein fürs Regionale, für die Nähe, wunderbar. Ich denke mal, das ist auch ein Lösungsansatz. Aber wir haben alle auch noch das Bild, das ist nicht alt, beziehungsweise es war eine Grafik, die das veranschaulicht hat vor den Augen, dieser unfassbare Klumpen von Schiffen, der entweder vor dem Hafen von Shanghai festsitzt oder nicht raus kann. Wie schnell geht denn so ein Umsteuern, um vielleicht an der einen oder anderen Stelle genau das zu vermeiden, was Herr Rautert gerade nochmal beschrieben hat? Also eigentlich könnten wir, aber wir kriegen es nicht abgewickelt. Sollen wir das Mikro jetzt weiterreichen oder war ich der Einzige, der so ein bisschen schlecht zu hören war? Dann machen wir das. Es gibt tatsächlich einen Stau gegenwärtig in Shanghai aufgrund des dortigen Lockdowns und da sind ca. 300 Schiffe betroffen, die auf die Abfertigung warten. Und interessanterweise hatte man ein ähnliches Phänomen einige Monate zuvor in L.A., in Long Beach. Da waren es die fehlenden LKW-Fahrer, die dazu führten, dass die Schiffe nicht abgefertigt werden konnten. Wie schnell geht das, um das aufzulösen? Also in L.A. hat sich gezeigt, binnen 3-4 Monaten hat sich das dann tatsächlich wieder reagiert. Das wäre die Erwartung auch hier. In China hat man noch eine gewisse Flexibilität, insofern als auch als andere Häfen an der Ostküste angefahren werden können. Aber nichtsdestotrotz, Shanghai ist natürlich ein wichtiger Umschlagplatz. Peking steht kurz vorm Lockdown. Insofern ist die Prognose auch da sehr unsicher. Und ich glaube, letztlich diese Trägheit, Sie haben es auch genannt, dass es da gewisse Entwicklungen gibt, die schwer vorhersagbar sind, beziehungsweise die man auch kaum in den Griff bekommen kann. Diese Trägheit, das muss man in der Planung mit berücksichtigen, um dann eben nicht, wie hier im Videoeinspieler angesprochen wurde, dann ohne Material da zu stehen und dann letzten Endes die Aufträge nicht durchführen zu können. Frau Schmidt, jetzt haben wir gehört, also wie man sich im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, durchaus wappnen kann oder eben auch dazulernen kann, auch in einer solchen Situation, eher mal in die Nähe gucken als in die Ferne, bisschen breiter oder um diesen
Modebegriff zu bemühen, resilienter aufstellen. Das ist auch alles richtig. Und vielleicht kann man sich eben über genossenschaftliches Engagement oder über Solidarität untereinander auch ein bisschen helfen. Die Kunden haben Verständnis, alles hilft. Aber mit Sicherheit kommt der ein oder andere Unternehmer trotzdem an den Punkt, wo nichts mehr geht. Und dann ist die Politik gefragt. Sie haben eben auch gesagt, Sie haben auch Herrn Habeck unter anderem Bezug genommen. Wir sind dabei, Dinge anzuschieben, die zumindest das Schlimmste abfedern sollen. Können Sie das Stand heute auch konkretisieren mit Summen, mit Programmen? Was tun Sie? Naja, zunächst mal auch auf den Hinweis von Ihnen, die Landes- und die Bundesregierung tut alles unternehmen, um entsprechende Härten abzufedern, genau wie Sie es eben formuliert haben. Uns ist es wichtig, die Wirtschaft durch diese schwere Zeit zu begleiten. Und dann muss man eben sehr individuell schauen, was sind die Herausforderungen. Wir hatten durch die Corona-Pandemie eine völlig andere Betroffenheit von den Branchen. Viel Gastronomie, Hotellerie, Handel, Veranstaltungswirtschaft, die hart getroffen war, was aber vom Bruttoinlandsprodukt nicht so den Anteil ausgemacht hat, wie jetzt, wenn wir die Situation durch den Ukraine-Krieg uns betrachten, wo wirklich die Industrie, das produzierende Gewerbe betroffen ist, was natürlich anteilmäßig auch von der Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze nochmal eine ganz andere Verhältnismäßigkeit hat. Und deswegen können Sie sicher sein, dass sowohl die Landes- als auch die Bundesregierung alles unternimmt, was im Rahmen des Möglichen auch ist. Sie schmunzeln, das ist eine Herkulesaufgabe, aber Sie können sicher sein, dass man sich dieser Herausforderung bewusst ist und dass man alles entsprechend unternimmt. Es ist eine Aufgabe, die wir bundeseinheitlich lösen müssen. Deswegen habe ich ja auch eben gesagt, wir sind im engen Austausch mit der Bundesregierung. Vieles ist auf den Weg gebracht, angefangen von den Entlastungspaketen für Bürgerinnen und Bürger, aber jetzt auch nochmal die Entscheidung, im Rahmen der Hilfspakete für die Wirtschaft zu schauen, was braucht es. Und ich will einfach zwei, drei Stichworte nennen. Es sind unterschiedliche Kredit- und Bürgschaftsprogramme, die auf den Weg gebracht wurden. Es ist das Thema Energiekostenzuschuss, was auf den Weg gebracht wurde, gerade auch für die energieintensive Wirtschaft. Und das alles sind Themen, die wir auch mit den Kreditinstituten, mit den Hausbanken in Verbindung, auch mit der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, auch in Verbindung mit den Kammern beratend den Unternehmen jetzt zukommen lassen und schauen, wie wir entsprechende Härten abfedern. Aber so viel Ehrlichkeit gehört auch dazu. Wir werden nicht alle wirtschaftlichen Folgen kompensieren können. Dazu ist es einfach zu dramatisch, zu groß vom Umfang. Aber wir müssen schauen, wie wir Härten abfedern und gleichzeitig die Wirtschaft durch diese schwere Situation begleiten, um eben dann auch zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Weil die Herausforderung derzeit ist das eine, aber wir müssen auch aufgeschlossen und vorbereitet sein für die Zeit nach dem Krieg und dann entsprechend die Dinge auch anleiern. Und deswegen können Sie sicher sein, dass hier wirklich ein großes Maßnahmenpaket geschnürt wurde, was jetzt auch in den nächsten Wochen dann den Unternehmen auch zukommen wird. Zusatzfrage. Ich versuche mir das jetzt praktisch vorzustellen. Dann habe ich ein Unternehmen, dann habe ich einen Betrieb und versuche erstmal so tagsüber alles irgendwie am Laufen zu halten. Abends, wenn ich müde bin, lade ich mir noch ein Formular runter und fülle es aus. Wir nähern uns einem Klassiker, mit dem Sie immer konfrontiert sind in Ihrem Amt, Bürokratie, Bürokratieabbau. Wie barrierefrei ist das, was Sie anbieten oder anbieten wollen? Und ist eine Krise wie diese nicht auch ein zusätzlicher Impuls oder erwächst da nicht eine zusätzliche Notwendigkeit, über das Thema Bürokratieabbau nochmal nachzudenken? Also sollte es wirklich über Formulare, die ich mir irgendwo runterlade, gehen, dann hoffe ich, dass die nicht ganz so kompliziert sind wie die Förderanträge im Ahrtal. Na, ich bin Ihnen dankbar nochmal für die Frage, weil ich glaube, neben der klassischen Unterstützung durch Kreditprogramme, Bürgschaftsprogramme, Zuschussprogramme ist es genauso wichtig, dass wir der Wirtschaft auch entsprechende Unterstützung geben durch Beschleunigung bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, bei Bürokratieabbau, bei Verschlankung. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, angefangen durch die Pandemie, aber auch durch andere Herausforderungen, schon noch mal gemerkt, wo man auch Beschleunigung auch auf den Weg bringen kann.
Und natürlich musste man, es gab weder für die Pandemie noch für die Flut, gab es ein Projekthandbuch in irgendeiner Schublade. Ist vielleicht auch gut, dass es das nicht gab. Aber wir haben daraus gelernt, wir haben vieles auf den Weg gebracht. Und das, was auch im Moment in der ISB auch geleistet wird, das ist schon auch eine Herkulesaufgabe, neben dem ganzen klassischen Fördergeschäft, neben der klassischen Wirtschaftsförderung, neben der klassischen Wohnungsbauförderung. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man hier nochmal schaut, wo konnte man prozessual sich in der Vergangenheit verbessern, das auch aufnehmen. Und die Programme, die jetzt von der Bundesregierung anstehen, werden ja im Hausbankverfahren auch über die KfW dann vergeben. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass die Dinge auch sehr schlank und sehr schnell den Unternehmen dann auch zugutekommen. Wir werden das begleiten. Ein Faktor war im Verlauf der letzten Jahre eigentlich und bis vor kurzem immer relativ konstant. Ich schaue in Ihre Richtung, Herr Müller, und zwar das Geld. Geld war relativ preiswert, relativ billig zu haben. Das ändert sich nicht erst seit heute und auch nicht erst seit gestern. Thema Zinsen, wir haben die FED-Entscheidung zur Kenntnis genommen und. Was zeichnet sich da ab? Wie ist da Ihr Ausblick auf die nächsten Wochen und Monate? Womit ist da möglicherweise noch zu rechnen? Die Zinsentwicklung haben wir in den letzten 4 Monaten schon gemerkt. Wenn man zum Beispiel zum Ende des letzten Jahres blickt, dann hatten wir im 10-Jahres-Bereich bei Finanzierung eine Null vorm Komma gehabt. Finanzierung für 10-jährige Zinsfestschreibungen waren bei 0,95, 0,85. Mittlerweile sind sowohl die 5 Jahre, die 10 Jahre und die 15-Jahres-Zinsfestschreibungen um 150 bis 160 Basispunkte gestiegen. Das heißt, derjenige, der heute ein 10-Jahres-Darlehen haben möchte, zahlt um die 2,40, 2,50. Das ist nicht nur, ich sag mal, bei den Baufinanzierungsdarlehen der Fall, das ist auch bei den Förderkrediten der Fall gewesen. Und von der Seite her ist das insgesamt natürlich eine Situation, die die Zinsen nach oben treibt. Die FED hat jetzt, ich sag mal, ein Zeichen gesetzt, mit 0,5% die zweite Zinserhöhung gebracht. Und die FED wird auch noch weiter die Zinsen erhöhen. Jetzt ist in Amerika das Wirtschaftswachstum ein bisschen stabiler als hier bei uns. Des Weiteren hat aber Amerika eine Inflation von über 8%. Wir liegen jetzt im 2. Monat über 7%. Und wir müssen schon gucken, dass wir nicht in diese Lohnpreisspirale kommen. Und das Thema Stagflation halt ein Thema wird. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von 1,9%. Wenn wir dann noch ein Ölembargo kriegen oder ein Gasembargo, dann wird es noch mal in die Knie gehen. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass die Wachstumsseite der Wirtschaft nach vorne geht. Und da ist die EZB jetzt auch gefordert. Das Ankaufprogramm wird zum 30.06. eingestellt werden. Ich hoffe, dass die EZB dann auch mal einen kräftigen Schritt tut. In der Regel machen die das mit 0,25. Also ich denke, dass wir Mitte des Jahres die 0,25 Zinserhöhung sehen werden. 0,25 Zinserhöhung bedeutet bei uns, wir gehen von 0,5 negativ auf 0,25 negativ. Und zum Jahresende werden wir dann irgendwo vielleicht bei 0 auslaufen. Und dann wird das Thema Verwahrentgelt oder sonstige Negativzinsen noch nicht mehr das Thema sein. Von der Seite her, ich rechne also mit steigenden Zinsen. Die EZB muss letztendlich die expansive Zinspolitik aufgeben. Vielen Dank. Herr Hellrich, wie repräsentativ ist die Situation, die Herr Krautscheid eben beschrieben hat? Du hast die Bücher voll, aber kriegst nichts mehr raus. Im Kammerbezirk, ich denke mal, Sie nehmen da viele Signale auf. Was ist das Bild, was sich da abzeichnet? Also ich würde sagen, es ist ein mittelmäßig düsteres Bild, das er gezeichnet hat. Also er ist, sagen wir mal, sicherlich sehr stark betroffen, weil bestimmte Bauvorhaben, die bei ihm eben eine Rolle spielen, in der Form jetzt nicht abgewickelt werden können und weil es sehr viel Flexibilität verlangt. Ich glaube, generell kann man es nach Branchen unterscheiden. Also Ausbaugewerke, glaube ich, kann man sagen, sind noch halbwegs, sagen wir mal, flexibel.
Es ist nur eben das, der Faktor, dass wenn ein Dach nicht gebaut werden kann, kann auch nicht ausgebaut werden. Also insofern, ich würde sagen, ja, die Situation ist durchaus bei vielen Betrieben so realistisch. Aber wir haben einen sehr breiten Mittelstand, der unterschiedlich sozusagen auch von den Aufträgen her sortiert ist. Und ich denke, wenn es jetzt die nächsten 2-3 Monate so weitergeht wie jetzt, dann wären wir beim Szenario, dann wird es wirklich sehr eng. Dann spielen wir jetzt den dritten Film ab und springen mitten hinein in die Praxis ans Beispiel eines Betriebes, der tatsächlich eben sich dort einrichtet in dieser höchst volatilen Welt. Schauen wir mal. Mittlerweile kann man schon sagen, dass sich da viele Dinge überschneiden. Und auch von vielen Herstellern diese Ausrede, Ukraine-Konflikt oder Corona, immer noch gerne als Ausrede genutzt wird, weil sie halt einfach manche Sachen ja, nicht rechtzeitig abgefertigt bekommen. Klar, im Moment die Konjunktur ist ja doch relativ gut, aber ja, also genauen Grund kann man nicht immer dafür nennen. Und auch das einzige Wort, was im Moment jeder Hersteller kennt, ist eine Preissteigerung. Also wir haben im Moment damit zu kämpfen, dass manche Hersteller 4 Preissteigerungen pro Jahr durchsetzen. Und ja, wir reden da meistens nicht von 5%, sondern es ist auf jeden Fall immer ein zweistelliger Prozentbetrag, der im Moment dort weitergegeben wird. Und den müssen wir natürlich dementsprechend an den Kunden auch weitergeben. Von daher ist es manchmal mittlerweile schwierig, wenn man Verträge bereits geschlossen hat, wo feste Preise drin sind, die auch noch in 2 Jahren, wo es teilweise erst zu der Ausführung kommt, auch noch ja, für den Preis einzukaufen. Also muss man schon die Lager relativ gut füllen und bestücken im Moment. Noch bekommt man die Aufträge abgearbeitet, nur die Lage ist sich auf jeden Fall am Zuspitzen. Also man hat schon gerade im Bereich der Halbleiter und auch der Produkte, wo Platinen verbaut sind, hat man schon teilweise mit Lieferzeiten von bis zu 1 Jahr zu kämpfen. Das heißt, wenn man einen Auftrag am Abwickeln ist, dort nicht mehr oder weniger direkt schon das Material bestellt, wenn man den Auftrag zugeteilt bekommt, hat man schon Schwierigkeiten, den Auftrag pünktlich fertigzustellen. Ja, klingt durchaus selbstkritisch, der junge Mann, aber ungebrochen. Ich stelle die Frage nochmal, Helrich, wie repräsentativ ist er? Ja, er ist repräsentativ, auch hier, aber das liegt an dem jeweiligen Gewerk, muss man definitiv sagen. Also bei der Elektrobranche waren es zum Beispiel die Halbleiter, die Thematik gemacht haben, sodass manche Produkte eben nicht fertig gebaut werden konnten, was dann wiederum dazu führt, dass die Betriebe eine erhöhte Flexibilität brauchen in der Auftragsabwicklung. Wir sind selbst mit unserer Mensa, die wir neu bauen, auch betroffen, die eben bestimmte Bauteile nicht lieferbar setzt, was bedeutet, wir können die Mensa eben erst um Monate verzögert eröffnen. Es ist ein realistisches Bild, das aber sich nach unterschiedlichen Gewerken einfach anders orientieren kann. Es gibt bestimmt Gewerke, also wir haben jetzt mittlerweile auch bei den Fliesen Schwierigkeiten, weil bestimmte Rohstoffe nicht so verfügbar sind, aber so dass Verbraucher sich unter Umständen auch für andere Produkte entscheiden müssen. Wenn es dem Handwerker gelingt, diese anderen Produkte alternativ anzubieten, ist die Situation weniger dramatisch. Aber wenn ein Kunde auf ein bestimmtes Produkt besteht, dann ist eben Wartezeit angesagt. Das heißt für den Handwerker im Endeffekt dann ja, letztlich bis zur Kurzarbeit hin oder bis zur Nichtbeschäftigung kann das passieren. Frau Schmidt, ein Stichwort, was eben auch im Film wieder vorkam, war Ukraine. Es hilft ja nichts, wir müssen über die Energiepreise reden. So einer der maßgeblichen Preistreiber im Moment, einer der maßgeblichen verknappenden Faktoren in dem Szenario, das wir hier heute miteinander diskutieren. Sie haben es schon angerissen, beträchtliche Abhängigkeit, nicht erst seit gestern. Teilweise ist man auch sehenden Auges reingelaufen in diese Klemme oder wollte es nicht sehen. Aber man versucht jetzt gegenzusteuern. Vielleicht können Sie uns mit ein bisschen Zahlen helfen. Wo hängen wir richtig noch am Fliegenfänger? Wo hat sich was getan? Und wo glauben Sie jetzt, wenn man das überhaupt absehen kann, hinlaufen in den nächsten Monaten? Ja, ich glaube, diesen Vorwurf, man ist da sehenden Auges reingelaufen. Man hat es vielleicht auch
naiv hätte kommen sehen müssen. Ich glaube, den müssen wir uns alle machen. Man müsste das aus meiner Sicht schon nochmal auch durchaus aufarbeiten. Aber es ist jetzt auch heute nicht hilfreich, den Blick nach die Vergangenheit zu werfen. Aber dass es in einer solchen dramatischen Abhängigkeit uns jetzt vor so extreme Herausforderungen stellt, in Zeiten, wo wir umgekehrt über Lieferkettengesetz und andere Dinge, was Werte und Systeme betrifft, diskutieren und auch die Wirtschaft mehr und mehr damit belasten, muss man schon die kritische Aufarbeitung durchaus noch mal ein Fragezeichen dahinter machen. Wie sieht's aus? Die Wirtschaft, die Industrie in Rheinland-Pfalz ist sehr energie- und sehr erdgasabhängig. Wir haben zu Beginn des Krieges einen Erdgasanteil von 55%. Wir haben jetzt durch Maßnahmen seitens der Bundesregierung auch einiges schon umgestellt, auch auf andere Energieträger. Dennoch muss man sagen, wir haben einige große Unternehmen, die in der Kürze der Zeit nicht umstellen können. Jeder weiß, BASF, Schott und andere, das sind Produktionsabläufe. Da kann ich nicht von heute auf morgen umstellen. Das sind auch ja, zum Teil komplexe Anlagen, die ich auch nicht an- und ausschalten kann. Das würde auch mit Zerstörungen der Produktionsanlagen einhergehen. Also wirklich auch eine herausfordernde Situation. Deswegen muss man seitens der Bundesregierung schauen, wie schaffen wir es kurzfristig, bestimmte Dinge umzustellen und aber auch dann mittel- und langfristig zu schauen, wie machen wir uns unabhängig und wie machen wir uns diverser. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man LNG-Terminals jetzt nochmal in aller Priorisierung auch entsprechend ausbauen wird. Es ist auch wichtig, dass wir den Fokus nochmal auf den Ausbau der erneuerbaren Energien legen. Es ist aber auch wichtig, dass wir schauen, was können wir beispielsweise auch mit der Wasserstofftechnologie auch kompensieren. Da haben wir ja auch gerade in Rheinland-Pfalz nochmal einen Schwerpunkt, Wasserstofftechnologie für den Nutzfahrzeugbereich. Da haben wir uns auch vor Jahren schon auf den Weg gemacht. Ich glaube, das war auch eine sehr weise und strategisch auch richtige Entscheidung. Also es zeigt, kurzfristig müssen wir schauen. Und ich will es auch noch mal ansprechen, ich verstehe aus der Gesellschaft die Solidarität, wenn manche sagen, naja, wir machen mal die Heizung 2-3 Grad kühler und wir ziehen uns dickere Pullis an, aber damit werden wir es nicht schaffen. Ganz im Gegenteil, es wäre eine dramatische Situation, wenn die Erdgaszulieferung jetzt von heute auf morgen gekappt werden würde. Das ist wirklich eine Situation, die Wirtschaft vor dramatische Auswirkungen stellen würde. Und ich sage an der Stelle, die Abnehmer würden ja auch innerhalb kürzester Zeit zu anderen Anbietern wechseln. Also denken wir mal an die Glasherstellung, an die Papierherstellung. Es ist ja nicht so, dass Mitwettbewerber auf anderen Teilen dieser Welt nicht zur Verfügung stehen. Und diese Kunden kämen ja nicht innerhalb von einem halben Jahr wieder zurück, sondern die Kunden würden die Unternehmen verlieren. Und das wäre einfach auch mittel- und langfristig eine große, wirklich schwere Situation für die Wirtschaft. Deswegen kurzfristig schauen. Wir sind in einem sehr, sehr engen Austausch mit der Bundesnetzagentur. Im Moment ist es so, dass die Gasspeicher durch auch die milden Temperaturen pro Tag mit 0,3% wieder befüllt werden. Wir haben im Moment einen Speicherstand von rund 35-36%. Das steigert sich jetzt täglich. Aber wichtig ist, dass wir zum nächsten Herbst und Winter mit möglichst aufgefüllten Speicherständen dann in den Winter gehen und eben parallel diese eben beschriebenen mittel- und langfristigen Maßnahmen ergreifen. Da ist die Bundesregierung gefordert, um hier einfach die Energieversorgung auf breitere, unabhängigere und diversere Füße auch zu stellen. Versuchen wir das Thema auch noch mal, Herr Spindler, das Thema Gas vor allen Dingen, auf das sich ja vieles verengt in der aktuellen Diskussion, im Sinne von Prozessketten zu denken. Vielleicht können Sie mir oder uns, also ich sage jetzt mal, ich bin da definitiv Laie, ein bisschen den Blick weiten. Ist das dieses Szenario, ja, dann wird eben irgendwo was abgeklemmt. Wie realistisch ist denn das eigentlich? Wie lange dauert das, bis so eine lange Gasleitung eigentlich leer läuft? Und wie sieht es mit den Verträgen aus? Vielleicht ist Gazprom ja ganz entspannt und sagt, ihr müsst unser Gas nicht nehmen, aber bezahlen tut das trotzdem. Da kann ja auch auf uns als Volkswirtschaft noch einiges zukommen, je nachdem, wie die Verträge ausgestaltet sind.
Genau, also zunächst mal, wie sieht es aus mit der Prozesskette bzw. der Infrastruktur? Gas wird primär per Pipeline weitergeleitet bzw. durchgeleitet aus Russland. Und die Pipelines, das würde schon einige Wochen dauern, bis sie leer gelaufen sind. Aber eben tatsächlich nur einige Wochen. Ja, also insofern gibt's da jetzt kein Ruhepolster, dass man sagt, das ist eher so eine leere Drohung. Ja, also insofern, das ließe sich relativ schnell umsetzen. Was die Vertragsgestaltung angeht, es gibt natürlich Klauseln, die Belieferung vorsehen oder die bei Nichtbelieferung dann entsprechend greifen würden. Aber da wird doch weitestgehend von den meisten bezweifelt, inwieweit da auf russischer Seite Bereitschaft wäre, dann tatsächlich da vertragskonform, hundertprozentig vertragskonform zu sein. Ja, also insofern ist auch da das Pochen letzten Endes auf die Verträge im Grunde nur ein relativ stumpfes Schwert. Ja, ich glaube, man hätte da sehr viel stärker verhandeln müssen, dass die Belieferung weitergeht. Es stand auch immer die Bezahlung in Rubel im Raum. Auch das ist noch nicht vom Tisch. Also insofern, es gibt da sicherlich bilaterale Optionen, aber wie Frau Schmidt auch schon sagte, da jetzt relativ kurzfristig LNG oder andere Quellen aufzutun, das wäre doch sehr schwierig. Insofern glaube ich, wird man, was das Gas angeht, nach wie vor auf russische Quellen realistischerweise setzen müssen. Und dann sind wir zumindest im Moment dann an so einem Punkt, wo wir halt einfach auch nur ein Stück weit auf das Prinzip Hoffnung setzen müssen, dass der Krieg möglichst an ein Ende kommt. Natürlich nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern ganz generell, weil es ist furchtbar, was da passiert. Aber was wird danach sein, das wissen wir ja auch noch alles nicht. Dann wird irgendwie verhandelt werden und bis dann mal wieder sowas, wenn überhaupt, wie eine vormalige Normalität einkehrt. Das hoffen wir und das wünschen wir uns auch, aber ob das dann eintritt und wann, das wissen wir definitiv nicht. Vor dem Hintergrund möchte ich Ihnen, Herr Köster, Ihnen, Herr Müller und auch Ihnen, Herr Hellrich, eine mehr oder weniger gleichlautende Frage stellen, die Sie möglicherweise mit den Kenntnissen, die Sie haben, und zwar Kenntnisse so in der Breite der Ihnen angeschlossenen Unternehmen, Betriebe oder auch mit Blick auf die, ja, wie soll ich sagen, auf die finanzielle Tiefe, die da noch vorhanden ist. Pauschalisieren ist immer schwierig, aber ich kann die Frage nur pauschal formulieren. Wie lange halten die Betriebe das denn aus? Wir haben eben auch gehört, auf und ab ist immer klar, das ist Geschäft. Aber im Moment haben wir es mit was anderem zu tun. Also was wir hier gehört haben, waren 2 bis 3 Monate, wenn jetzt alles zusammenbricht. Also so lange würde es wohl noch dauern oder ausreichen. Für den Faktor Gas beziehungsweise die extreme Verteuerung von Energie, das würde, sagen wir mal, wenn das heute passiert, sagen wir mal, sehr schlimme Folgen innerhalb von 6 Wochen. Zeitigen. Das wäre so der Zeithorizont, den ich sehen würde, wenn Gas verknappt würde oder extrem verknappt würde. Wir haben jetzt 35% gefüllte Gasspeicher, das ist eine wichtige Zahl. In dem Zusammenhang auch nochmal auch Dank an die Landesregierung für diesen wirklich kurzen Draht und kurzen Austausch. Und wir sollten uns auch vielleicht mal auf den Weg nach der Frage, was gibt es denn für Auswege oder wie können wir denn aus der Krise kommen? Also wenn uns die Energie sozusagen abhanden kommt, dann wird es schwierig. Ich glaube, bis zum Herbst, haben wir gesagt, wäre es da. Aber die starken Verteuerungen, die starken Transportwegverknappungen, wenn man so will, würden verheerende Folgen zeitigen und das sehr schnell. Also 6 Wochen, mal meine Schätzung. Wir rechnen die Frage einfach weiter, gleichlautend, gerne auch natürlich auch mit dem Impuls, den Sie noch genannt haben. Welche Auswege gäbe es denn, wenn überhaupt? Also in welcher Frist das sich jetzt in den einzelnen Unternehmen niederschlägt, das kommt aufs Geschäftsmodell an. Aber es gibt ja heute schon die Briefe in der Bundesnetzagentur,
für sogenannte nicht systemrelevante Unternehmen. Ne? Also Brauereien zum Beispiel sind nicht systemrelevant, obwohl wir alle gerne mal ein Bier trinken. Ja? Nur dann fährt so ein Betrieb komplett runter. Und es mag ja vielleicht sein, dass das dann hinterher, soweit ich erfahren habe, auch eine Schadensersatzpflicht des Staates auslöst. Aber am Ende des Tages bezahlen wir das ja alle. Ne? Wir sind ja der Staat. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass man das Wort Sanktion, was ja hier auch schon öfters gefallen ist, Sanktionspakete etc. pp., auch dann mal wirklich im engeren Sinne sehen sollte. Also die dürfen nicht überbordend sein, denn dann schadet man sich selbst. Ne? Es gibt ja immer die Diskussionen darum und das in den Medien, sozialen Medien, wie auch immer, ja, es muss noch mehr und so weiter und so fort und wir sollten gar kein Gas mehr beziehen. Ne? Da wird ja auch, ich sage das jetzt mal, der Herr Habeck im Grunde getrieben von diesen, sage ich mal, Überlegungen und Gedanken, die sind aber falsch, weil wir wollen ja nicht uns selber sanktionieren. Ne? Dass natürlich Sanktionen, die man ausspricht, auch Effekte bei einem selber verursachen, ist klar. Aber wenn hier die Wirtschaft, ich sag mal, zusammenbricht und Frau Ministerin Schmidt hat es ja eben gesagt, es gibt Unternehmen, die fährt man nicht am nächsten Tag wieder hoch, die sind dann kaputt. Und zwar für lange Zeit. Eine BASF wieder aufzubauen, das dauert kein halbes Jahr, das dauert Jahrzehnte. Und dessen muss man sich darüber im Klaren sein, was das tatsächlich für Gefahren hat. Ne? Mal, sag ich mal, 6 Wochen kein Bier trinken, das stehen wir alle durch. Ne? Aber das hat ganz andere Effekte. Und deswegen glaube ich, und ich bin auch überzeugt, dass die Bundesregierung da besonnen handelt, dass es ganz wichtig ist, auch in Absprache mit den anderen europäischen Ländern die Sanktionspakete, die sogenannten, so auszutarieren, dass hier nicht dass ein Rückschlag, also einen Rückschlag gibt, der uns hier mehr umschmeißt als alles andere. Und der Kollege Putin, der wird sein Gas dann eben nach China liefern, wenn wir es nicht mehr nehmen. Das ist das, da laufen ja schon die Anbahnungen. Also wir müssen sowieso uns jetzt Gedanken machen, wie wir davon wegkommen. Aber es ist keine Sache von 2 Monaten, auch keine von einem halben Jahr. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und deswegen mein Pepitum an der Stelle ist, das besonnen weiter so zu behandeln, jetzt von der politischen Ebene her. Die Unternehmen sitzen da nicht auf dem Driver Seat. Wenn der Gas dann zugedreht ist, dann passiert's. Dann kann man machen, was man will. Ja, dann reden wir auch nicht mehr über Lieferzeiten von Dachziegel, weil es geht kein Ofen mehr an. Ne? Wir haben auch feuerfeste Industrie in der Mandantschaft. Und wenn diese Öfen einmal abgestellt sind, sind die auch im Eimer. Ne? Das dauert dann Jahre, bis mal wieder irgendein Ziegel oder ein Stein produziert wird. Also von daher gesehen, ganz klarer Appell. Und ich denke, das ist so auch, wie ich das vernommen habe, hier bei der IHK in der Vollversammlung ganz klar die durchgehende Meinung der Unternehmerinnen und Unternehmer, die da vertreten sind, bloß besonnen bleiben, gezielt ja, aber nicht jetzt im Grunde das rausprovozieren, denn auf Verträge in der Situation braucht sich niemand berufen. Ne? Also das wird den Herrn Putin genauso wenig interessieren, wie dass er Menschen in der Ukraine umbringt, die da ganz normal ihr Leben gelebt haben, wie Sie und ich und wir alle. Ne? Bitte weiter zu Herrn Müller und dann kommen wir zu Ihnen, Frau Schmidt. Ja, ich denke, Herr Küster hat es gerade gesagt, besonderer Umgang mit den Energielieferanten ist ganz, ganz wichtig. Herr Habeck hat ja auch schon eine Reise in ein anderes Land gemacht, wo er sonst nicht hingefahren wäre. Von der Seite her, glaube ich, prüft die Regierung schon, welche Alternativen gibt es. Und man kann es ja plastisch sagen, wenn Gas nicht mehr ankommt, dann gehen bei uns die Lichter langsam aus. Von der Seite her würde das eine große Herausforderung werden. Aber ich glaube, dass wir da besonnen vorgehen muss und dann kriegen wir das auch irgendwie im Griff. Frau Schmidt. Ja, vielen Dank. Ich bin Ihnen, Herr Küster, aber auch nochmal dankbar für die Einordnung aus der Perspektive der Wirtschaft. Und Sie wissen das, Herr Rössel, Herr Hellrich, wir waren von Anfang an auch in dieser schweren Zeit da einem ganz, ganz engen Austausch interessiert. Wir haben so eine Spitzenrunde Wirtschaft auch in meinem Ministerium einberufen.
Wir koppeln das ganz, ganz engmaschig mit der Bundesnetzagentur, weil ich glaube, das Gebot der Stunde ist, diesen kühlen Kopf zu bewahren und einerseits vorbereitet zu sein, wenn die Gaslieferung aus Russland gestoppt werden würde, aber andererseits natürlich auch mittel- und langfristig zu handeln, zu agieren. Wie kann man sich zukünftig richtig aufstellen? Und was den Stopp der Lieferung aus Russland betrifft, haben wir auch von Anfang an auch immer wieder gesagt, es gibt ja eigentlich drei Szenarien. Es gibt die Situation, dass Deutschland oder Europa sagt, wir nehmen nichts mehr ab. Es kann sein, dass Putin sagt, er liefert nichts mehr. Oder es gibt auch noch das dritte Szenario, dass auch durch kriegerische Handlungen auch die Pipeline zerstört werden kann. Auch das ist ein Szenario, wo ich sage, man muss da auch auf alles entsprechend vorbereitet sein. Deswegen mit aller Kraft jetzt dieses Befüllen der Gasspeicher, dass wir wirklich sagen, es ist doch bis in den Herbst, bis in den Frühwinter hinein auch sichergestellt, sollte ein solches Szenario eintreten. Aber nochmal, wir brauchen den kühlen Kopf, wir brauchen auch nochmal immer wieder auch dieses Aufklären, dass das zwar gut gemeinte Solidarität ist, zu sagen, wir schalten die Heizung 2 Grad runter, aber es ist nicht der Lösungsansatz für die Wirtschaft, für die Industrie in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Und deswegen, wenn man Sanktionen ergreift, dann muss man auch die auf die lange Linie halten können. Wir würden uns auch absolut unglaubwürdig machen, wenn wir bestimmte Sanktionen ergreifen und dann merken, auf der langen Linie können wir sie nicht halten. Und deswegen ist es wichtig, einerseits vorbereitet zu sein für solche Szenarien, aber andererseits mit allem Nachdruck mittel- und langfristig die Energieversorgung umzustellen, zu diversifizieren, unabhängiger zu machen. Und ich glaube, da ist es der richtige Punkt, wirklich in aller Besonnenheit und Entschlossenheit die Themen ranzugehen. Und auch da, glaube ich, zeigt sich, wenn man auch seitens der Bundesländer mit der Bundesregierung da auch wirklich dran ist und schaut, wie kommen wir gemeinsam durch diese schwere Zeit. Vielen Dank. Wir kommen zum letzten Film, wo auch noch ein besonderes Stichwort drin enthalten ist, was man dann auch dann zu einer Schlussrunde, zum Einläuten der Schlussrunde benutzen kann. Bitte schön. Ja, eine gewisse Spanne kann man natürlich schon mit einbeziehen. Nur sind wir jetzt bei manchen Aufträgen schon hingegangen, gerade wo es um größere Summen geht, dass wir es vertraglich festhalten, dass wir die Angebote vom Großhandel offenlegen und dann eine Preissteigerung oder Preissenkung dementsprechend auch an den Kunden weitergeben können. Und das Ganze halt, ja, wie gesagt, vertraglich festhalten. Also ich denke, damit sind beide Seiten besser bedient. Also klar, man kann davon profitieren, dass es steigt, aber man kann halt auch genauso gut davon nicht profitieren, dass es sinkt. Aber ich denke, das ist der bessere Weg, als wenn man am Ende Geld drauflegt. Ja, im Moment haben wir noch eine relativ gute Auftragslage. Noch sind auch genug Materialien vorhanden, dass man die Projekte abarbeiten kann. Nur wenn sich die Lage nicht in absehbarer Zukunft ändert, also ich spreche hier von 2 Monaten bis einem halben Jahr, dann wird es schon dazu kommen, dass manche Aufträge gar nicht mehr angenommen werden können oder abgearbeitet werden können, weil kein Material da ist. Also spielt zum einen dann der Fachkräftemangel, der ja bei uns in der Branche, im Handwerk überall eigentlich besteht, und die Materialknappheit spielen dann zusammen, und das könnte schon durchaus zu Problemen auch in der gesamten Wirtschaft führen. So, ich möchte ein Stichwort gezielt rausgreifen und von dem abstrahieren. Ob man, wie er das gerade gesagt hat, sozusagen auch gegenüber den Kunden oder den Abnehmern sozusagen mal die Kalkulation offenlegt oder nicht, das ist jedem selber überlassen. Dafür ist man Unternehmer, um das eben zu entscheiden oder auch nicht. Aber jetzt kommt der Versuch der Abstraktion, ehrlich machen ein Stück weit. Er nimmt den Kunden in den Blick. Wir als Gesellschaft, wir lernen gerade auch gewaltig dazu. Da möchte ich jetzt so ein Stück weit drauf raus, weil ich glaube, wir haben alle auch heute Abend wieder gelernt und dazugelernt. Aber was wir am gründlichsten gelernt haben und auch heute Abend wieder mitnehmen werden, wir haben es noch lange nicht geschafft. Und die Thematik, mit der wir es zu tun haben, ist so vielfältig.
dass es den Eingang so geforderten goldenen Lösungsweg, verzeihen Sie den Überfluss, den gibt es ja gar nicht. Aber wenn wir umgekehrt, um das Stichwort nochmal zu bemühen, These, uns jetzt nicht ein Stück weit ehrlich machen, auch als Gesellschaft miteinander, im Binnenverhältnis zwischen Wirtschaft und Politik, aber auch zwischen Kunden und Unternehmen, dann wird es nochmal schwieriger. Das ist ja auch was, was man als Gesellschaft dazulernen kann. Würden Sie dieser These zustimmen? Oder würden Sie sie ablehnen und mit einem anderen Appell hier heute Abend rausgehen wollen, Herr Hellrich? Schwierige Antwort. Ich würde sagen, das Wichtigste ist wirklich tatsächlich das Vertrauen mit dem Kunden. Das ist ja ein Sinn auch unserer Veranstaltung heute, also Vertrauen der Kunden, Offenlegen dessen, was tatsächlich passiert. Eine Grundvoraussetzung ist, dass Kunden mit dem Handwerker sozusagen ein vertrauensvolles Verhältnis beibehalten. Ohne diese Offenlegung sozusagen werden wir dieses Verhältnis nicht machen können. Also die vertragliche Bindung mit dem Kunden sozusagen auch von gewissen Abhängigkeiten prägen lassen. Und ich glaube, dann ist tatsächlich eine Lösung für die Zukunft auch absehbar. Also das wäre für meine Begriffe die erste Maßnahme, die man machen muss. Ansonsten glaube ich, ist es wichtig, dass wir den Kunden Transparenz schaffen, in der Tat. Reichen Sie das Mikro bitte weiter. Frage auch an den Vertreter der Wissenschaft heute Abend hier. Wie ist es um unsere Lernfähigkeit bestellt und wie kann sie uns vielleicht helfen? Auch in so einer Situation. Also ich glaube grundsätzlich, die Lernfähigkeit ist in der Tat vorhanden und hat sich auch bereits während der Pandemie manifestiert. Und insofern glaube ich, gibt es da die Bereitschaft und die Fähigkeit, auf jetzt die nochmal verschärfte Krise zu reagieren. Und ich möchte nochmal anknüpfen an das, was Sie gesagt hatten. Transparenz in der Lieferkette ist, glaube ich, ein ganz essentielles Element, einfach um die Planbarkeit zu erhöhen, um auch die eigene Risk Exposure zu verstehen und dementsprechend, wenn wir dahin kommen, dass wir ein höheres Maß an Transparenz, ein größeres Maß an Entscheidungen, das auf diesen Daten dann beruhen kann, wenn wir dahin kommen, dann bin ich da sehr zuversichtlich, dass auch diese Krise zu meistern ist. Dann machen wir jetzt einen rasanten Flügelwechsel auf die andere Seite. Herr Müller. Ja, ich denke, Offenheit und Vertrauenheit gehört auf jeden Fall dazu. Von der Seite her sind die Handwerker, der Mittelstand und auch wir Banken letztendlich nicht auf das kurzfristige Geschäft ausgestellt, sondern wir möchten langfristig mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir arbeiten mit unseren Kunden schon über viele Generationen zusammen und genauso ist es beim Handwerk und beim Mittelstand genauso. Deswegen ist das schon ein Thema und ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen dran arbeiten, dass wir offen und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Herr Küster. Ich hatte das eben schon mal so in die Richtung anklingen lassen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen differenzieren, Endkunde, also wenn jetzt ein Häuslebauer zum Beispiel, der ja da, sag ich mal, in einem ganz anderen Spannungsfeld ist. Er hat eine Finanzierung gemacht, da muss er mit hinkommen, etc. pp. Und dass da natürlich gerade vom Handwerk aus sicher so eine Transparenz sehr viel bringt. Im B2B sehe ich, dass viele jetzt gelernt haben in den letzten Jahren und das Thema Lieferkette oder Lieferschwierigkeiten, Engpässe, das ist ja jetzt verschärft, aber das hat ja während Corona auch schon begonnen. Und dass da auch viele gelernt haben, dass verlässliche Geschäftspartner schon ein Asset sind. Und so wie ich das halt erlebe, wird kommuniziert über die Preise, sowohl im Absatz als auch bei der Beschaffung. Dass man die Kalkulation nicht dafür notwendig offenlegt, denke ich mal, da sind wir uns als Unternehmer einig. Aber Einkäufer wie Verkäufer, die wissen, wovon sie reden. Und ich denke, das wird sich ausbalancieren. Ein Stück weit Transparenz, ja, aber insbesondere ist es ein Vertrauen in die Geschäftsbeziehung, die hier die Grundlage dafür ist. Das setzt natürlich voraus, stimme zu, dass der Glaube an das gemeinsame Tun nicht verloren geht. Und damit sind wir bei der Politik, Frau Schmidt, Sie haben das Schlusswort.
Transparenz, Lernfähigkeit, Stichworte, die Sie gerne aufgreifen dürfen, vielleicht auch so mit, wenn Sie mögen, einer persönlichen Einordnung. Was ist eigentlich Ihr größter Punkt an der Stelle, wo Sie sagen, das muss durchdrungen sein, will durchdrungen sein und da bin ich irgendwie gerade dabei. Und Politik hat ja am Ende auch die Aufgabe, erstmal das Fundament zu liefern, dass das hier alles nicht komplett auseinanderfliegt vor lauter Problemen. Wo stehen wir und was ist Ihr Appell? Ja, vielen Dank auch für die wertvollen Beiträge. Und wenn man das so Revue passieren lässt, dann müssen wir wirklich feststellen, die Pandemie, die Flutkatastrophe, der Krieg, aber auch ganz viel Wandel und Transformation stellt uns alle vor eine Riesenherausforderung. Und ich würde mir wünschen, dass wir oftmals die Dinge etwas mehr versachlichen, dass wir sie lösungsorientiert diskutieren, dass wir nicht so pauschal die Wirtschaft, die Politik, die Banken, sondern wirklich auch ein Stück weit sachlich und lösungsorientiert an die Themen herangehen. Denn ich sag mal so, wir haben große Herausforderungen vor uns. Einerseits diese eben genannten Krisen noch zu managen. Die haben uns viele Aufgaben auch in die Hausaufgabenbücher geschrieben. Und die erfordern aber auch ganz viel Gestaltung in der Zukunft. Und ich wünsche mir gemeinsam mehr Kraft, Motivation und gutes Miteinander, diese Aufgaben anzupacken. Und auch so mit Blick auch auf die jüngere Generation. Ich glaube, jeder weiß spätestens seit Putins Angriffskrieg, dass unser gefühltes Abonnement für Wohlstand und Wirtschaft, irgendwie dachten ja alle in den 80er, 90er Jahren, es geht immer nur in eine Richtung, dass dieses Abonnement auf Wachstum und Wohlstand, dass das irgendwie aufgekündigt ist. Aber das soll jetzt nicht demotivierend klingen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen unsere Kraft, wir brauchen unsere Motivation. Wir sollten vielleicht auch mal an die Generation unserer Eltern und Großeltern denken, was die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben. Und wenn ich durch Rheinland-Pfalz fahren bei der Wirtschaft unterwegs bin im Handwerk, dann sind wir immer wahnsinnig stolz auf diese Erfolgsgeschichten, auf diese Familienunternehmer, die auch in der Nachkriegszeit gesagt haben, aus Trümmern, was bauen wir auf, was wollen wir erreichen? Und gerade auch im ländlichen Raum Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, ganz, ganz viel Wohlstand geschaffen haben. Und jetzt, ja, wir sind in einer dramatischen Krise, in einer dramatischen Herausforderung, aber ich glaube, wir sollten uns nicht noch selbst in diese Krise weiter reinziehen, sondern wir sollten mit kühlem Kopf uns den Herausforderungen stellen, aber uns andererseits auch mit viel Tatendrang und Motivation und auch der nachkommenden nächsten Generation, die so ausgebildet ist wie nie zuvor, sagen, wie packen wir es an, wie gestalten wir es und was machen wir aus diesem wunderbaren Standort Rheinland-Pfalz, der ja nicht nur eine ganz, ganz wunderbare Wirtschaft hat, sondern auch ein liebenswerter Standort ist mit ganz viel Herzlichkeit und Miteinander. Und wenn wir noch mal ganz kurz den Blick auf diese Krisen der letzten Monate und zwei Jahre werfen, dann sollten wir auch mal stolz sein auf das, was wir gemeinsam auch gepackt haben. Doch noch mal auch Stichwort Ahrtal. Und gerade wenn ich hier bei den Handwerkern bin, ist es mir auch ein ganz, ganz großes Anliegen, auch Danke zu sagen. Danke für das, was jeder Einzelne noch gesagt hat, was kann ich zutun. Aber auch nicht nur das Handwerk, auch Mittelständler, auch Unternehmen, die geschaut haben, sei es finanziell, sei es ideell, sei es mit schwerem Gerät, was können wir unterstützen? Und das sollte uns eigentlich Kraft und Motivation geben, jetzt auch die Dinge anzupacken und uns nicht weiter runterzuziehen, sondern eher zu sagen, Versachlichung anpacken, Motivation und Zukunft gestalten. Das wünsche ich mir und da freue ich mich auch weiter in einem guten Dialog, die Dinge miteinander anzupacken. Und in diesem Sinne herzlichen Dank. Vielen Dank. An dem Satz, dass sich in der Krise der Charakter zeigt, da ist ja was dran.
Auch wenn man nicht sofort eine Lösung hat, aber der Satz bleibt trotzdem wahr. Dann wünsche ich uns allen die eben auch nochmal geforderte Gelassenheit, da wo sie nötig ist, die Entschiedenheit, da wo sie gebraucht wird. Zu Schwermut und Trübsinn besteht immer noch kein Anlass, auch wenn wir noch immer nicht sofort eine Lösung haben. Aber ich denke mal, die Hebel, an denen wir ziehen müssen, die sind sichtbar geworden. Ich bedanke mich bei Ihnen allen herzlich für die engagierte Runde hier oben. Ich bedanke mich bei Ihnen hier fürs Zuhören, bedanke mich bei der Handwerkskammer, dass wir hier zu Gast sein durften bei Ihnen. Ich wünsche allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die entweder heute hier sind oder uns vielleicht auch später noch auf YouTube den Beitrag ansehen, weiterhin hoffentlich gute oder wiederkehrende Geschäfte, und uns wünsche ich jetzt noch zum Abschluss gute Gespräche beim Imbiss. Herzlichen Dank.